Gast sein dürfen und sozusagen die Ehre haben, die Landesnarrenhauptstadt offiziell zu übergeben. Ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß, es wird eine große Aufgabe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vergangenes Wochenende, exakt am 11.11. um 11.11 Uhr, fand in Bad Ischl die offizielle Faschingseröffnung statt. Der Start in die fünfte Jahreszeit wurde vom Faschingsverein Bad Ischl unter dem Beisein von zahlreichen Faschingsgilden aus ganz Oberösterreich und der Guggermusi aus Forchdorf entsprechend gefeiert. Genau 11.11 Uhr übernahm die Kaiserstadt den Titel Landesnarrenhauptstadt für den Fasching 2024 von der Messestadt Wels. Der Schelmrat Wels mit Herzogin Asteria I., Herzog Klaus und Präsidentin Anna Wippel übergab die Insignien, den Schlüssel für das Landhaus und das Landeszepter an Günter Holzbauer, den Präsidenten des Ischler Faschingsvereins und Präsident der oberösterreichischen Faschingsgilden, sowie an das symbolische Prinzenpaar in Bad Ischl, Bader Jagerl und seine Gertraud. Ich wünsche uns, wie gesagt, alles Gute und euch viel, viel Erfolg mit der Landesnarrenhauptstadt. Ihr werdet uns würdevoll vertreten in Fasching in Oberösterreich. Und herzliche Gratulation zur Landesnarrenhauptstadt. Und jetzt darf unser Herzogspaar die Insignien übergeben und vorher noch eine Proklamation verlesen. Wie gesagt, ich wünsche uns allen einen schönen Fasching mit einem dreifachen Wels! 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 Anschließend überreichte Bürgermeisterin Ines Schiller den Schlüssel zur Rathauskasse an Präsident Holzbauer. Im Gegenzug wurde die Bürgermeisterin mit dem Hausorden des Ischler Faschingsvereins ausgezeichnet. Das ist der Schlüssel vom Land. Wir alle wissen, das Land hat einen großen finanziellen Schlüssel und die Gemeinden und Städte werden sehr klein gehalten. Aber auch wenn wir klein gehalten werden, dann wir das Batzerl, was wir haben, natürlich teilen. Und darum darf ich dir, lieber Günther, diesen Schlüssel zu unserer Kasse überreichen. Wie ich schon das letzte Jahr gesagt habe, es ist nicht leer, auch wenn es so geschrieben wird. Wir haben extra aufgeforstet, dass es eine gescheite närrische Zeit wird. Geh gut damit um und wenn manchmal wer kommt und braucht was, gib ihnen das einfach, weil das tue ich ja.